Wir sind zurück bei F1 2010, Leute. Ich glaube, das ist schon die dritte Folge. Es geht echt schnell voran. Wir sind heute in Malaysia und beim letzten Mal hatten wir das schlechteste Rennen meines ganzen Lebens. Es war in Australien und ich hoffe, wir können jetzt hier auf jeden Fall mal wieder ordentlich was reißen. Wir liegen auf Platz 9 in der Fahrerwertung. Mit 8 Punkten. Also das ist sehr enttäuschend nach 2 Rennen, finde ich. Aber was ist enttäuschend? Wir haben auch fast das schlechteste Auto im Spiel, aber trotzdem ist es nicht so gut, das letzte Rennen. Darüber will ich gar nicht mehr reden. Mark Webber führt momentan mit 40 Punkten, aber das ist völlig egal. Denn, was ist völlig egal? Also ich denke schon, dass wir um die WM mitfahren können, theoretisch, wenn alles gut läuft. Aber egal, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Qualifying in Malaysia. Was? Nein! Was für Rennen? Ich bin so dumm! Wisst ihr, was passiert ist? Ich war im Training und dann wollte ich überspringen. Also das Training überspringen und ich habe aus Versehen, glaube ich, auch das Qualifying, also wahrscheinlich. Nein! Oh, das gibt's nicht! Na, so dumm, jetzt standen wir letzter! Oh Gott! Und es regnet auch! Oh nein! Nein! Es kann nicht schlimmer! Oh Gott! Ah, hör auf, ey! Nee! Oh Gott! Jetzt, ja, wir standen letzter! Oh Mann, so dumm! Fuck! Ich wollte nur das Training überspringen, weil ich halt dachte, yo, brauche ich nicht. Brauche ich wahrscheinlich schon, aber ich hatte einfach keine Ahnung. Irgendwie wollte ich halt direkt ins Qualifying. Und jetzt sind wir hier und das ist auch noch das Heimrennen für unser Team. Hier in Malaysia. Das ist toll. Toll, so ein letzter Startplatz. So, wir müssen uns aber ein Setup auswählen, auf jeden Fall, was für Regen okay ist. So, hier, das passt. Nee, ja, das bleibt, glaube ich, auch so. Ich mache einfach so ein standardmäßiges Setup. Kein Plan, ob das jetzt für Regen mega gut geeignet ist. Egal. Ich denke, oh, das ist so ein Fail, ne? Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, machen wir das Beste draus und gehen direkt hier an den Start. Okay, Leute, hier sind wir. Das ist so deprimierend. Vielen Dank für die Info, Ingenieur. Und ich glaube, ja, mein Lenkrad ist nicht eingestellt. Nice, Digga. Nice. Okay, jetzt ist es richtig eingestellt. Was ich vorhin schon sagen wollte, ist so deprimierend. Wir hatten letztes Mal schon das schlechteste Rennen aller Zeiten und jetzt regnet es hier. Und das sind hier jetzt gleich... Oh, die kommen gut weg im Vergleich zu Senna zumindest. Das sind jetzt hier gleich die ersten Runden, die ich auf dieser Strecke mache und das direkt im Regen. Also es ist nur leichter Regen, weil wir haben Intermediates, aber... Ach, keine Ahnung, ist trotzdem nicht so schön. So vorsichtig in die erste Kurve, das war alles andere als vorsichtig. Aber wir wollen nicht dasselbe machen wie in Australien und das war ein absolut göttlicher Start. Vor auf Position 13. Ja gut, das macht unser Qualifying schon fast wieder wett. Das ist nicht vorhandene Qualifying. So, jetzt rechtzeitig immer bremsen. Nicht so eine Scheiße machen wie in Australien, weil da lief einfach alles schief und wow, was war das? Oh, die Leute hier direkt vor uns, richtig lang, oh mein Gott. Entschuldigung, es tut mir leid. Man sieht einfach gar nichts, wenn man hinter jemandem herfährt, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, Alter, wir sind vor Platz 8! In der ersten Runde, was? Oh, fast gedreht. Was ist hier los? Wir haben innerhalb von... Was? Was ist das? Innerhalb von einer Runde haben wir wie viele Plätze gut gemacht? 16 Plätze und die Runde ist noch nicht mal vorbei. Was ist das für ein göttlicher Start? Aua, wir kriegen eine Verwarnung. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Aber ich glaube, dass ich mich erinnern kann, dass die KI tatsächlich in 2010... schlechter ist im Regen, also dass man da schneller ist. In den neueren Formel 1 Spielen ist es so, oder zumindest in 2014 war das so, falls ihr euch noch daran erinnert, da
Nice Kurve, Digga. Da hat einen die KI immer absolut zerstört im Regen. Aber hier ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass man normalerweise schneller ist als die KI im Regen. Aber ja, wir werden sehen. Ich will nicht zu früh hier irgendwas sagen, weil gleich verkacke ich hier noch richtig was. Aber das war genau der Start, den wir gebraucht haben nach diesem Fail. Oh, Rosberg über außen. Ja, noch nicht, aber wir haben jetzt die Innenseite für diese Kurve. Oh, und sorry, untersteuern. Sorry, Rosberg, das war ein bisschen hart. Aber wir sind vorbei und vor auf Platz 7. Und Weber langsam durch diese Doppelkurve hier, wenn man es so nennen kann. Und, ja, wenn ihn jetzt hier ausbremst, bin ich mir ziemlich sicher. Und Petrov auch noch, what the fuck? Oh, nein, das war zu viel, es tut mir leid. Es tut mir leid an alle, die dort gerade gestorben sind. Oh, aber wir sind vor Platz 5. Okay, das war gerade ein bisschen komisch. Ich habe nicht vorgehabt, Petrov noch zu überholen, aber er war so langsam. Moment, lass uns mal eine Wiederholung davon kriegen. Bekommen, holen, keine Ahnung. Ah ne, es ist schon... Was, ernsthaft? Ich kann nicht so weit zurückspulen. Ah, schade. Naja, okay, egal. Wir haben es alle gesehen, ne? Wir waren dumm, aber wir haben nichts bekommen, von daher. Ist okay. Nein! Oh mein Gott. Das war gerade wieder... da ist Alonso vorbei. Das war wieder das Problem aus dem allerersten Rennen. Dass einfach, wenn man zu schnell in eine Kurve reingeht und dann einlenkt, ey, dann ist das in dem Spiel immer nicht ganz so schön. Oh, nein. Halt dich auf der Strecke. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. So ein sechster Platz wäre schon gut. Damit wäre ich nicht unzufrieden. Nein, was habe ich getan? Ich wollte nicht die Kamera wechseln. Oh, und damit ist Kubica jetzt vorbei. Was zur Hölle. Das wollte ich machen. Ich wollte dieses Info-Ding aufmachen. Nicht die... Oh Mann! Okay, Leute, wir sind jetzt am Ende von Runde 7. Und eigentlich sollen wir jetzt an die Box kommen, aber ehrlich gesagt, hätte ich Bock, jetzt ein bisschen was zu riskieren und vielleicht hier ohne einen Boxenstopp davon zu kommen. Ich weiß nicht, ich denke, das machen wir auf jeden Fall auch. Weil ich meine, wir sind nur Siebter, falls wir das jetzt verkacken. Ich meine, so viel haben wir nicht zu verlieren und wir könnten jetzt aufs Podium kommen, wenn das funktioniert. Ja, so ist es. Wir sind Dritter. Zwar nur knapp, aber... Ja, schauen wir mal. Die Reifen sind auch nur orange. Also das geht noch. So, wenn sie rot werden, dann wird es kritisch, aber... Ja, Jolo. Ja, jetzt glaube ich auch eh schon zu spät. Jetzt müssen wir das auch durchziehen. Moment mal. Ich glaube, Massa hinter uns ist auf Trockenreifen. Ist er. Ich habe gerade gesehen, der hat so grüne Streifen auf den Reifen. Ja, da hat man es definitiv gesehen. Alter. Oh, Massa, sorry, es tut mir so leid, Alter. Ich wusste nicht. Es tut mir so leid. Sorry. Oh, warum sagst du mir nichts, du scheiß Ingenieur, Alter? Er hat mir überhaupt nichts gesagt davon, dass es trocken genug ist. Ja, ist auf jeden Fall trocken genug. Er sagt gar nichts. Er hat einfach nichts gesagt. Er hat sogar mitten im Rennen irgendwann kam noch so ein Scheiß. Was war das? Aber diese Strafe, darüber sage ich kein einziges Wort mehr. Das war... Dazu sage ich gar nichts, aber es sieht halt echt nicht so aus, als könnte man hier mit trocknen. Also sorry, das müsst ihr zugeben. Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme aussieht, aber es sieht so nass aus. Das ist unglaublich. Es ist ein Witz, ey. Oh, ich hasse mein Leben, Alter. Mann... Ein leicht enttäuschendes Resultat, aber immerhin ins Ziel gekommen. Gut so. Ein leicht enttäuschendes Resultat. Wir sind Letzter. Wir sind einfach Letzter. Hinter uns waren nur zwei, die nicht ins Ziel gekommen sind. Und das hatte wahrscheinlich auch was mit uns zu tun, oder mit mir zu tun, ja. Ich muss zu dem Rennen nichts mehr sagen. Also ich will das auch nicht sagen. Vettel gewinnt vor Hamilton, Kubica, Alonso, Button, Rosberg, in der WM... Liegen wir jetzt auf Platz 11. Hamilton führt mit 51. In der Konstrukteurs-WM sind wir immer noch Siebter mit Lotus.
Mit 8 Punkten, aber wir machen jetzt direkt dahinter noch das Rennen in China, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Oh, wir haben ein Interview. Das ist ja interessant. Denken Sie, dass Sie in dieser Saison zu den Titelkandidaten gehören? Ja, definitiv. Denken Sie, dass Ihr Ergebnis an diesem Wochenende Ihrem Leistungsstand und dem des Autos entspricht? Oh ja, das war ein tolles Ergebnis und ist auf jeden Fall mein derzeitiger Leistungsstand, ja, hast du recht. Der Start in die Saison war für die meisten Fahrer ziemlich hektisch. Wie lief es bisher bei... Ja, also ich glaube, so 8 Punkte in 3 Rennen, das ist sehr gut, hätte fast nicht besser laufen können. Und ja, in 2 Rennen halt keine Punkte so, die 8 Punkte waren aus einem Rennen, also das ist okay, das ist ein sehr guter Saisonstart. Arschloch. Und wir haben wieder ein neues Entwicklungsziel. Mal schauen. Ah, wieder ein neues Gaspedal-Kennfeld. Also ich glaube, jetzt kriegen wir auch endlich die Möglichkeit, auf fettes Benzin zu wechseln. Bisher konnte man nämlich nur Mager und Standard. Jetzt können wir endlich auch auf Fett. Yay! Vielen Dank, dass ihr 4 Rennen braucht, um dieses tolle Teil zu entwickeln. Das ist super Arbeit, Lotus. Vielen Dank. Du hast alle gesteckten Ziele für diese Session erreicht. Der Boss ist momentan sehr zufrieden mit dir. Okay. Du hast Startplatz 13 sicher. Ein erfreuliches Ergebnis. Gut gemacht. Das ist ja ein toller Boss, der zufrieden mit mir ist. Nach 3 Rennen, in denen ich insgesamt 8 Punkte geholt habe. Aber okay, Leute, Platz 13 war es im Qualifying. Also geht schon mal klar. Wir haben ja in Malaysia gesehen, dass man am Start relativ viel gut machen kann. Und vor allem diese erste Kurve hier in China ist sehr... Ich sag mal interessant. Also schauen wir einfach mal, was wir daraus machen können. Wir brauchen unbedingt jetzt ein Top 5 Ergebnis. Das setze ich mir jetzt als Ziel für dieses Rennen, um einfach wieder zurückzukommen in der WM, obwohl wir nie wirklich in der WM drin waren, aber immerhin, um mal wieder ordentliche Punkte mitzunehmen. Lasst uns sehen, wie das läuft. Hier sind wir, Leute, auf Platz 13. Ja, erinnere mich nicht daran, Mann. Ja. Auf jeden Fall starten wir auf den harten Reifen wieder und gehen dann im zweiten Stint auf die Weichen. Das geht auch schon los. Und zum ersten Mal war das tatsächlich gar nicht so ein schlechter Start. Vor allem können wir jetzt hier innen rein und hoffentlich ein paar Leute weghauen. Also überholen, meine ich. Oh, die beiden Mercedes... Sehr langsam da außen. Schumi? Oder ist das Rosberg? Keine Ahnung. Oh, nee. Okay, immerhin schon mal in den Punkten auf Platz 10. Oder jetzt nicht. Da kommt Schumi. Eieiei. Mach keinen Scheiß. Oh, er bremst früh. Und Rosberg bremst auch früh und dreht uns. Vielen Dank, du Bastard! Und sorry an alle, die ich hier gerade getötet habe. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob er da schuld war oder ich, aber... Ich schieb's einfach mal auf ihn. In den letzten Rennen war ich schon an genug Dingen schuld. Nee, das ist unglaublich einfach. Und wir haben jetzt tatsächlich fettes Benzin gemischt, oder schnell heißt das hier. Und ich glaube, wenn man so 20% Rennen macht, kann man das auch das ganze Rennen lang benutzen, ohne Probleme mit dem Benzin zu bekommen. Und ja, das machen wir einfach mal und schauen mal. Und nein, dreh dich nicht. Oh mein Gott. Komm, das fängt schon wieder so an wie die letzten Rennen immer. Jetzt hör auf, komm. Fahr normal, bitte, Kai, bitte. Vor allem, ich kann es halt eigentlich, aber irgendwie, ich weiß nicht, was das ist mit diesen Rennen bisher in der Saison. Aber irgendwie mache ich immer so dumme Fehler. Das ist nicht mehr normal, ey. Das ist ohne Scheiß. Oh, Rosberg langsam. Innen und über außen vorbei. Oh, nee, er ist noch da, sorry. Okay, sehr schön. Mal schauen, ob wir vielleicht jetzt im Windschatten von Button hier auch an ihm vorbeikommen können. Ja, wir saugen uns ran. Oder auch nicht. Oh, er fährt Kampflinie. Und jetzt über außen in diese Haarnadelkurve. Das geht eigentlich nicht. Nee, geht auch nicht. Oh, und jemand ist an der Box. Das ist, wer ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall war jemand an der Box. Sag ich, sind wir vor auf Platz 8. Und Button bremst früh.
Dadurch kommen wir vor auf Platz 7. Vielen Dank für den geschenkten Platz, Jensen. Oh, jetzt, es ist wirklich in diesem Rennen jetzt wieder so wie in Bahrain. Jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl in diesem Auto, ey. Das waren die letzten beiden Rennen, die waren immer so richtig kritisch. Aber hier irgendwie läuft es einfach gerade. Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach alles wieder so cool an. Und nicht so scheiße und dass man so richtig, weiß nicht, jede Kurve denkt, dass man stirbt. Das war nämlich in Malaysia und in Australien immer jeweils so. Das war nicht schön. Das ist nicht wohlfühlend im Auto, Alter. Und Webber an der Box. Das ist überraschend früh, glaube ich. Na, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange die weichen Reifen halten. Ich weiß nur, dass wir in Runde 7 unseren Boxenstopp haben. Das heißt, die weichen müssten 4 Runden halten. Ja, würde Sinn machen. Was ist das mit dieser Haarnadelkurve? Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht vernünftig durch irgendwie. Oh, nicht den Hamilton an die Box hier machen. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber trotzdem sagt man es immer, wenn man hier an die Box fährt in China. Aber auf jeden Fall schauen wir mal, wie der Stopp wird. Das ist jetzt sehr wichtig. Wir sind schon Zweiter. Also Webber hat uns schon überholt, aber ich glaube, Webber macht auch noch einen Stopp mehr. Also macht einen Zwei-Stopp, eine Zwei-Stopp-Strategie. Was sehr, sehr komisch ist in 11 Runden, aber... Na, ist okay, ich will nicht aufhalten. So, hinter uns kommen noch irgendwelche Leute an die Box. Das war ein sehr guter Stopp, 3,8 Sekunden. Das war bis jetzt das Beste, was wir je hatten. Danke dafür, Lotus. Also wenn es darauf ankommt, dann hauen die raus. Und ja, schauen wir jetzt, was wir so reißen können. Ich glaube aber, dass mit den weichen Reifen hier einiges drin ist. Wenn ich jetzt keine dummen Fehler mache, wie sonst immer. Also Top 5. Top 5 ist das Ziel, das habe ich auch vor dem Rennen schon gesagt. Mal schauen, ob wir das erreichen können. Oh, Chantok jetzt vor uns. Ich hoffe mal, dass der jetzt in die Box fährt. Ja, macht er auch. Sehr gut. Wäre auch komisch gewesen, wenn HLT in den Punkten wäre. Und noch 3 Leute sind an der Box. Und das bringt uns sogar auf Platz 5, oder? Nein, ich kann nicht zählen. Okay. Aber immerhin 6er. Das ist sehr gut. Und Kubica oder Petrov? Wer ist das? Ah, beide Renault sind vor uns. Kubica ist vor uns. Und Petrov ist davor, glaube ich. Also... Wenn es perfekt läuft, können wir noch aufs Podium kommen, aber... Ja, mal schauen, mal schauen. Oh, Kubica, Alter, was hat der gemacht da gerade in dieser Kurve? Wir überholen hier fast in der Mitte der Gerade. Naja, es tut mir fast ein bisschen leid, aber wir sind vor auf Platz 5. Also Ziel schon mal erreicht, aber das neue Ziel ist jetzt aufs Podium zu kommen. Und Kubica kommt, glaube ich, wieder in, weil ich hier wieder Scheiße gemacht habe in die Haarnadelkurve. Ja, aber er kann es nicht halten, okay. Oh, neue schnellste Rennrunde, sagt uns unser Ingenieur gerade. Und das merkt man auch, weil wir sind so nah rangekommen an Petrov gerade. Und das wird jetzt vielleicht die einzige Chance. Podium, ich will unbedingt das Podium irgendwie, aber das ist, glaube ich, zu hoch gegriffen. Weil dieser vierte Platz wäre schon echt nice, aber unsere Reifen sind auch schon mehr oder weniger durch. Also, oh, das wird eine krasse letzte Runde. Oh, Petrov langsam. Oh, wir auch. Okay, jetzt oder nie. Ah, knapp, nein, er ist in, scheiße. Komm, Petrov. Du, ich brauche diesen vierten Platz mehr. Oh, über außen jetzt. Oh. Okay, sehr, sehr schön. Auf Platz 4, oh, das ist so wichtig nach den letzten Rennen. Das ist einfach so wichtig, ey. Alter. Und wir kommen über die Linie, Leute. Oh, Platz 4, das ist so, oh, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Oh, endlich, Mann, endlich. Ja, unser Ingenieur ist auch zufrieden. Ein Doppelsieg für Ferrari. Das ist schon lange her, dass man sowas mal gesehen hat. Dahinter dann Hamilton. Der führt, glaube ich, momentan in der WM. Also ist nur Dritter geworden. Also nur. Dann die Red Bull beide irgendwo abgeschlagen. Vettel. Okay, Vettel ist noch 15. sogar. Webber auch nur 7. Aber ja, ich glaube, ein paar Leute haben wir leider rausgehauen in diesem Zwischenfall in der ersten Runde. Also das, ja, tut mir leid, aber mein Gott, passiert, ne? Unser Teamkollege Jano Trulli auf Platz 23, ja gut, ne? Von dem brauchen wir hier, glaube ich, nichts zu erwarten. In der WM sind wir jetzt 10. Aber Schumacher ist nur 4 Punkte vor uns, und also 4 Punkte fehlen uns zu Schumacher auf dem 7. Platz und nur 10 Punkte zu Rosberg auf dem 6. Also das ist mega, mega, ja, offen noch alles. Zumindest bis zum, ja, sagen wir, bis zum 6. Platz. Da, ab da wird es schon so ein bisschen,
Ja, weil nee, eigentlich ist alles insgesamt sehr, sehr eng zusammen. Ja, das wird nochmal spannend, glaube ich, in dieser Saison. Also es sind sehr, sehr viele, die hier wirklich innerhalb von 10 Punkten nur zusammen sind oder so. Das ist echt interessant. Und der Konstrukteurs-WM sind wir jetzt auf Platz 6 mit Lotus, mit unseren 20 Punkten. Unser Teamkollege hat noch keine Punkte geholt. Das ist enttäuschend. Schauen wir mal, ob wir wieder ein Interview haben. Das würde mich noch interessieren. Aber ansonsten, Leute, war es das schon mal von dieser Folge hier. Wir hatten mal 2 Rennen pro Folge. Lasst mich mal wissen, ob ihr das besser findet und das vielleicht öfter mal sehen wollt. Aber ich dachte mir halt nach Malaysia, das war jetzt nicht das krasseste Rennen, kann man denke ich sagen. Deswegen dachte ich, hat es Sinn gemacht, dass wir 2 Rennen pro Folge machen. Aber jetzt sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Es gilt als eher schwierig, ein Formel-1-Auto zu überholen. Sie hatten damit heute jedoch keinerlei Probleme. Diese Leistung war vermutlich nur möglich, weil sie sehr viel Vertrauen in ihr Auto hatten, oder? Ja, ich glaube, dass das richtig ist und wir hatten, denke ich, auch eine gute Strategie. Also ich denke, es war eine gute Idee, auf Options zu starten, auf Primes, also auf den harten Reifen zu starten und dann zum Ende hin auf die Weichen zu gehen. Und ja, da konnten wir dann noch ein paar Leute überholen. Also ja, das Auto war heute wirklich sehr, sehr gut. Das Team hat in den letzten Wochen alles getan, um ein siegfähiges Auto zu bauen. Sind Sie zufrieden mit der harten Arbeit, die das Team leistet? Ja, das Team macht eine sehr gute Arbeit. Also die letzten beiden Rennen in Australien und Malaysia waren sehr enttäuschend, aber jetzt in China haben wir, denke ich, gezeigt, was wir drauf haben. Und ja, werden mal sehen, wo das noch hinführt in dieser Saison. In dieser Saison darf während des Rennens nicht getankt werden. Welchen Einfluss hat das zusätzliche Gewicht auf das Handling des Autos? Also da ich diese Saison erst neu bin, weiß ich nicht, wie es früher war. Von daher macht das für mich keinen großen Unterschied. Also ist ganz normal.